Zur Predigt darf ich wieder auf den Essen anleihen, dass er zu mir kommt. Und auch auf alle Kinder, so viel sind da wirklich nah, aber wenn Kinder da sind oder auch Erwachsene oder auch die Oma und die Opa angekommen. So, desto mehr das ist, desto besser.
steht: An jedem Tag wird für das Haus Davids und für die Einwohner Jerusalems eine Höhle fließen, zur Reinigung von Sünde und Unreinheit. An jedem Tag wird eine Höhle fließen, die Einwohner Jerusalems. Die Einwohner Jerusalems ist dann in dieser Weise wieder, es ist ein ganz alter Text, das Buch aus der Zeit von Jesus hier, deshalb war er der damals geschrieben, in unserer Zeit wird eine Höhle fließen. Eine Quelle über Solar oder Wasser, so eine Flasche, so eine Wasserflasche, sondern wirklich eine Quelle, habe ich ja gesagt, was, die fließt und fließt. Diese Flasche Wasser, die ich einschütte, die wollen sie mehr. Aber eine Quelle, eine wirklich gute Quelle, die fließt, egal, auch zu hohen Zeiten, wenn sie die ganze tiefe Quelle ist und die ganze Sonne nicht nehmen, fließt dieses Wasser auch immer. Daraus war ein ganz großes fließendes Wasser da. Und dieser Jesus hier, der vergleicht eigentlich Jesus, die Messfeier, wenn wir zusammen sind, mit der Vergleich ist eine Quelle. Er sagt, Jesus, der ist mir eine Quelle, der ist immer für uns da, egal ob wir an ihm denken, oder ob wir jemanden den Namen mal vorziehen, jemanden beschrieben, ob wir durchaus sind, wie wir zu Hause sind, egal was passiert, egal ob wir jemanden prägen, sind wir ungesund, oder ob wir jemanden frisch aus dem Bad kommen. Dieser Jesus ist immer für uns da. Diese Quelle fließt immer. Wir können immer hingehen, können von dieser Quelle trinken. Im Psalm 30, da steht unseren Kurs. Wir können da immer hingehen, egal was passiert. Wir werden uns in der Hilfe auch einigen, die nicht einigen. Sie wird mal Freude bringen, wenn wir mal traurig sind und so. Also, das ist nicht die Quelle, das ist die erste Lesung. Das ist nichts für die Lesung. Schauen Sie uns die zweite Lesung. Nicht Sklaven, Freie, nicht Mann, Frau,
und ihr alle seid Heiland in Christus. Ja. Der Paulus, der Apostel Paulus, der schildert dort sozusagen eine Fußballmannschaft. Mit Tobisch oder Paulus ein Fußballer. Aber es ist so. Paulus ist jetzt wie ein Trainer, der eine Fußballmannschaft einstellt und sagt, wir müssen zusammenhalten. Wenn wir gewinnen wollen, was uns der Mann trainiert setzt und zusammenhalten wirklich. Und zusammenspielen. Nicht jeder ist in der eine, sondern wirklich ein Mitspieler, sein Teamplayer. Und das sagt er von Paulus. Und interessant ist, dass Paulus sagt, in dieser großen Fußballmannschaft Gottes, diese große Fußballmannschaft, das sind nicht nur elf Leute, sondern einige Milliarden Leute. Wer könnte diese Fußballmannschaft, was könnte das sein, so überragend sehen? Ja, wer bin ich? Die Christen. Ja, die Christen wählen damit die Kirche, es gibt ja auch mehrere Kirchen, die evangelischen Christen, die katholischen Christen und die orthodoxen Christen. Und die Christen haben wählen sie, so eine Fußballmannschaft. Meine Frage, wenn wir sagen, Christen sind eine Fußballmannschaft und Christen sind nicht alle zusammen, dann zählt es die. Moment, was ich nicht gehört habe. Also, was sagen, Christen sind nicht eine Fußballmannschaft. Aber die können ja alle nicht zusammenhalten, weil sie nicht das schon, aber sie sind nicht alle zusammen, weil sie die ganze Welt leben. Genau, das ist eigentlich sehr schwierig, genau. Also, was gesehen hat, wäre das eigentlich sehr schwer. Die Christen sind auf der ganzen Welt. Überall gibt es Christen. In Afrika, in China, in Europa, Amerika, überall gibt es Christen. Und die haben so viele verschiedene Sprachen. Schaut völlig ganz anders aus. Es gibt chinesische Christen, es gibt schwarze Christen, also so viele Kulturen, sie essen verschiedene Dinge. Wie können wir eine Fußballmannschaft sein? Wie können wir Christen bei einer Fußballmannschaft sein, wenn wir das mal sehen? Oder wie eine Fußballmannschaft sein? Wer hat da eine Idee? Sehen wir, wie es umgekehrt wird. Sie haben alles gleiche Ziel. Und dieses Ziel werden wir dafür, was wird das sein? So ungefähr. Jesus und Gott. Also das gleiche Ziel. Genau. Und in dieser Fußballmannschaft, schaut euch die österreichische Fußballmannschaft an. Wie viele Nationalitäten gibt es da drin? Ja, also sehr viele verschiedene. Und so ist es bei euch, weil das ist das, was uns auch so sagen möchte. Diese Fußballmannschaft Gottes bei den Christen, da ist unwichtig, wo einer her ist. Da ist im Prinzip auch unwichtig, wie alt jemand ist. Da ist unwichtig, ob jemand Sklaven ist oder Freier, überhaupt so sagt. Ob jemand ein Arbeiter ist, ein Einfacher oder ein Hilfsarbeiter. Flüchtling, der gerade ins Land gekommen ist, oder ob es ein Politiker ist, oder ein Bankmanager, oder ein ganz großer. In dieser Fußballmannschaft geht es um ganz was anderes. Ja, da ist ein Juden und Griechen gibt es immer. Dieser Unterschied zwischen Juden und Griechen, zwischen Österreicher, Afrikaner, Chinesen, ist in dieser Fußballmannschaft ausgeschaltet. Das habe ich immer wieder erwähnt, wenn ich zum Beispiel in Amerika bei Mannes hingekommen bin. Aber am besten nicht aufgenommen worden. Und das will ich damit. Genau, so ist es in der Fußballmannschaft Gottes. Das ist ganz wichtig, weil bei uns in der Klasse, wenn es irgendwo nur ein Gebiet ist, anders ausschaut oder so, und irgendwie anders sieht, dann sind wir das so, dass wir die ausschießen, wie manchmal, dass wir eher Leute hinausweisen. So eine Schulzeit, das war eigentlich zumindest so. Weil wir da reden waren und es würde ich damit gehen. Fußballmannschaft Gottes als Christen, da gibt es nicht Ausschluss, sondern Einschluss. Du musst Leute hereinholen, immer weiter hereinholen, irgendwie die Gemeinschaft nicht hinausreißen, hinausschließen. Und jetzt noch ganz kurz zur Evangelium.
sehen, dass unser Leben, Gott ist unser Ziel. Wollen wir uns auf dem Weg zu diesem Ziel, für diese Fußballmannschaft, heißt ja manchmal, eben Stückschwierigkeit durchgehen. Schwitzen, trainieren, auch manchmal andere Bullen, die uns vielleicht auf den Kaffee geben. Aber das Ziel ist wichtig. Und das Ziel ist Jesus, der das vorgeschrieben hat, der vorher schon geschwitzt hat, vorher schon das Kreuz getragen hat, vorher schon viel Ruhe in uns gemacht hat, vorher schon viel Ruhe in der Welt sein Kreuz getragen hat. Und da möchte ich damit gehen, dass wir auch wieder mal zu den Fußballmannschaft Gottes sind, große Wirkung der Fußballmannschaft, dass wir immer wieder reden, was wir beten, die Vorbilder waren, wie Jesus ist, und dass wir auch die Probleme, die sich dabei gibt, aufnehmen. Die gehören immer wieder dazu. Aber unsere Gemeinschaft in Kloster gibt manchmal gute Tage, wo es passt, viele freie Eierungen und dann gibt es mehr Schande. Aber es gehört dazu, auch bei den Familien, aber wie es ist, anders, aber das auch irgendwie annehmen zu können.